Hallo Leute und herzlich willkommen auf eBird.com. Das heutige Video ist wieder vollgepackt mit spannenden Beiträgen, aber es kann natürlich auch sein, dass dich nur ein oder zwei Beiträge ganz besonders interessieren. Zu diesem Zweck findest du unten in der Videobeschreibung alle Videobeiträge mit Titel und Zeitstempel. Und in diesem Video mit dabei Project Serpo. Was steckt wirklich hinter dem angeblichen Menschenaustauschprogramm zwischen Aliens und einer kleinen Gruppe an Machthabern? Ist das Projekt der wahre Grund, weshalb John F. Kennedy wirklich beseitigt wurde? Ist die Aussage eines Whistleblowers real, der behauptet, dass es ein streng geheimes Raumfahrtprogramm gibt zum Sternensystem Zeta Reticuli? Die versteckten Botschaften und geheimen Anspielungen auf außerirdische Besucher in Leonardo da Vincis Gemälden? Hatte das Universalgenie seine genialen Ideen von einer ganz anderen Macht? Und wohin war er für ganze 2 Jahre seines Lebens spurlos verschwunden? Eine Zeit, für die es keinerlei Aufzeichnungen gibt. Sind die zahlreichen weltweiten UFO-Sichtungen eventuell gar keine Aliens, sondern in Wahrheit zeitreisende Menschen aus einer weit entfernten Zukunft? Pyramiden, diese unglaublichen Eigenschaften haben sie, und die Realität über deren Kräfte ist bizarrer, als du dir jemals hast vorstellen können. Der berüchtigte Turm zu Babel, wurde er gar von Aliens erbaut und auch wieder zerstört? Und was haben die famosen Anunnaki damit zu tun? Für alle Freunde meiner Man in Black Trilogie habe ich gute Neuigkeiten. Der vierte Teil des Interviews mit einem deutschen Man in Black ist vergangene Woche auf meiner Patreon-Page erschienen. Und in dieser Woche mit dabei das lang verschollen geglaubte und von mir vollkommen ins Deutsche übersetzte Interview mit Nikola Tesla. Ebenso mache ich auf meinen anderen YouTube-Kanal Vibes und meine neuesten Uploads aufmerksam, die wahren Hintergründe der großen Einwanderungswelle und Migration in Europa und ab morgen erhältlich Donald Trump, Volltrottel oder verkannt geniales Genie, eine nüchterne Analyse, die dich verblüffen wird. Inhalte, die ich präsentiere, gelten natürlich nicht als werbefreundlich, deswegen bin ich auf eure Unterstützung und auf die Unterstützung meiner Fans angewiesen, und zwar auf meiner Patreon-Page. Und ich fordere dich auf, diese einmal bei Gelegenheit zu besuchen, vielleicht wirst auch du Unterstützer, denn unabhängige Inhalte sind besonders wichtig. Falls du mich nicht auf meiner Patreon-Page für meine Arbeit unterstützen kannst, so kannst du dies aber machen, indem du dieses Video erstens mit deinen Freunden auf WhatsApp, Facebook und Twitter teilst, zweitens dir eine YouTube-Playlist erstellst, diese eBird nennst und dort meine Videos reingibst, die dir gefallen, und drittens und ganz wichtig, das Glockensymbol neben meinem Kanal auf deinem Handy aktivierst und das Video zu Ende guckst, und zwar in den ersten 48 Stunden der Veröffentlichung. Und nun wünsche ich euch gute Unterhaltung. Am 16. Juli 1965 landete ein kolossales außerirdisches Raumschiff aus dem Sternensystem Zeta Reticuli auf einem Testgelände in Nevada nördlich von Las Vegas. Das zumindest, so sagt man, ist die Grundlage für Project Serpo. Unter der Leitung des US-Nachrichtendienstes Defense Intelligence Agency soll im Jahre 1965 das Project Operation Crystal Knight ins Leben gerufen worden sein, es ist dann aber später in Project Serpo umbenannt worden. Das Ziel des Projektes? 12 Astronauten sollten im Rahmen eines Austauschprogramms die Erde verlassen und an Bord eines außerirdischen Raumschiffes auf dem Planeten Serpo gebracht werden. Ein unbekannter Whistleblower begann am 2. November 2005 an 21 ausgewählte UFO-Insider E-Mails zu versenden, in denen er detailliert schilderte, wie die USA zu dem Austauschprogramm mit den Außerirdischen kam. Er wollte seine Identität nicht preisgeben und signierte als Anonymous. Im Folgenden seine unglaubliche Geschichte. Der sogenannte Roswell-Absturz im Juli 1947 in der Nähe von Corona soll nicht der einzige in jenem Monat gewesen sein. Es waren angeblich 2 weitere Raumschiffe an dem Unfall beteiligt. Das zweite Wrack wurde aber erst im August 1949 von 2 Ranchern außerhalb von Aztec in New Mexico entdeckt. Während bei dem Crash bei Aztec keine Überlebenden mehr geborgen werden konnten, gab es bei Roswell ein Wesen, das den Absturz überlebt hatte. Das Wesen, das sich später als ein Alien der Grey-Spezies herausgestellt hat, erholte sich schnell und zeigte sich kooperativ mit der US-Regierung. Der Außerirdische erhielt den Namen Ebe. Das steht für extraterrestrische biologische Entität.
und er gab zu erkennen, dass er von 40 Lichtjahre entfernten Planeten Serpo im Doppelsternsystem Zeta Reticuli stammt. Mit der Zeit klappte die Kommunikation immer besser und man lernte sogar ein wenig von seiner fremden Sprache. Da das Kommunikationsgerät in seinem abgestürzten Raumschiff beschädigt wurde, dauerte es noch einige Jahre, bis es wieder funktionstüchtig gemacht wurde. Im Frühjahr 1952 konnte dann schließlich erstmalig damit Nachrichten zu seinem Heimatplaneten gesendet werden, in denen Ebe seine Leute darüber informierte, dass er der einzige Überlebende der Crew wäre und sie ein Rettungsschiff entsenden sollten. Des Weiteren schlug er ein offizielles Treffen mit den wichtigen Anführern der Erde sowie ein Austauschprogramm vor. Sechsmal wurde diese Nachricht gesendet, bis Ebe im selben Sommer nach längerer Krankheit und offensichtlich großen Leiden verstarb. Es dauerte aber bis Dezember 1952, bis man auch eine Antwort erhielt, und da Ebe nicht mehr für die Übersetzung zur Verfügung stand, war man mit der Kommunikation von nun an auf sich alleine gestellt. Man versuchte es mit der Hilfe von Linguisten und vielen anderen Sprachen, doch es dauerte weitere 9 Jahre, bis man sich tatsächlich austauschen konnte. Schließlich war es im Jahr 1962 soweit, dass man sich gemeinsam auf ein Treffen auf der Erde für April 1964 auf der Holloman Air Force Base in der Nähe von Alamogordo in New Mexico einigte. Zu diesem Zeitpunkt war John F. Kennedy Präsident, der aber dann im November 1963 von der Schattenregierung liquidiert wurde. Laut dem Whistleblower Anonymous genehmigte aber JFK nach mehrmonatigen Zögern und Beratungen ein Austauschprogramm. Es wurde vereinbart, dass 12 Menschen nach Serpo entsendet werden und ein Ebe dafür hier auf der Erde unter der Obhut der US-Regierung bleibt. Die US Air Force wurde beauftragt, ein besonders ausgebildetes militärisches Team zusammenzustellen und zivile Wissenschaftler unterstützten die Air Force bei der Auswahl der Crew und der Planung. Aus ursprünglich etwa 50.000 Kandidaten wurden schließlich 10 Männer und 2 Frauen sowie 4 Ersatzpersonen ausgewählt. Es waren allesamt alleinstehende Waisen ohne eigene Familie und Kinder, die als Berufssoldaten für die US-Streitkräfte tätig waren und alle umfassenden psychologischen, medizinischen und diverse andere Tests bestanden hatten. Darunter waren 4 Testpiloten, 2 Linguisten, ein Biologe und 2 Wissenschaftler, 2 Ärzte und ein Sicherheitsexperte. Alle wurden sheep-dipped, das heißt im Geheimdienstjargon, ihre bisherige Identität wurde ausgelöscht und sämtliche Spuren ihrer Existenz beseitigt. Ihr neuer Name bestand dann lediglich aus einer 3-stelligen Nummer. Anschließend erhielten sie 6 Monate lang eine sehr harte Ausbildung, die hauptsächlich in Camp Perry in Virginia erfolgte. Das Training erforderte extreme psychische und physische Belastungen von den Teilnehmern. So wurden sie beispielsweise in einer nur 1,5 x 2,5 Meter großen Kiste für 5 Tage lang 7 Meter unter der Erde begraben, nur mit Nahrung und Wasser, ohne Kontakt zu anderen Personen, in absoluter Dunkelheit. Die 4 Piloten im Team wurden zusätzlich ausgebildet, notfalls eines der außerirdischen Raumschiffe zurück zur Erde steuern zu können. Dies wurde mit der 1949 abgestürzten Untertasse trainiert, die noch voll funktionsfähig war. Die gesamte Crew erhielt für ihre interstellare Reise Tabletten, um im Bedarfsfall ein erlösendes Ende herbeiführen zu können. 4 Revolver sowie 8 Gewehre. Am Nachmittag des 24. April 1964 fand das Treffen dann planmäßig statt. 2 außerirdische Raumschiffe traten in die Erdatmosphäre ein und eines landete wie verabredet westlich der Holloman Air Force Base in der Nähe des südlichen Eingangs der White Sands Air Force Base. Die fremden Besucher wurden von insgesamt 16 ranghohen US-Regierungsvertretern begrüßt. Ob der damalige Präsident Johnson, also Kennedys Nachfolger, sich unter ihnen befand, ist nicht bekannt. Die Ebes hatten Übersetzungsapparaturen mitgebracht, die Kommunikation wesentlich erleichterten. Zunächst wurden ihnen die Überreste der 10 toten Grey Aliens, die 1947 bei den Crashs ums Leben gekommen waren, und Ebe übergeben. Die 12 Crewmitglieder standen bereit, an Bord genommen zu werden, doch die Außerirdischen beschlossen, dass der Austausch noch bis 1965 warten müsse. Im Juli 1965 wurde der Austausch aber letztendlich doch noch vollzogen und die Außerirdischen landeten diesmal auf dem Atomtestgelände von Nevada und die 12 mutigen Astronauten wurden endlich an Bord des Raumschiffs genommen. Mit ihnen wurden auch noch rund 40 Tonnen an Gütern für ihren geplanten Aufenthalt von 10 Jahren aufgeladen. Ihre Reise nach Serpo dauerte 10 Monate und sie war sehr beschwerlich. Sie vertrugen zudem die außerirdische Nahrung nicht
und mussten auf ihre eigene Astronautennahrung zurückgreifen. Das Teammitglied mit der Nummer 308 starb an einer Lungenembolie und überlebte die Reise nicht. In Serpo angekommen, wurden sie von einer großen Anzahl von Außerirdischen empfangen, wobei einer besonders hervorstach, der etwas größer als die anderen war und der Anführer zu sein schien. Die Population von Serpo betrug etwa 650.000 Grey Aliens. Man sah zwei Sonnen, wobei einer heller als die andere war, und die Landschaft glich der trockenen Wüstenregion von Arizona oder New Mexicos. Eine Vegetation war nicht zu erkennen, nur Hügel und Staub. Die Temperatur betrug etwa 42 Grad Celsius, sehr warm also, und ihre gesamte Energie für ihre Gebäude und Geräte bezogen sie von einem kleinen Kasten, der sie erzeugte. Als ein großes Problem erwies sich für die amerikanischen Astronauten die Zeiterfassung, denn als der Batterienvorrat für ihre Uhren unvorhergesehen zu Ende ging, konnten sie sich nicht mehr zeitlich an irdische Maßstäbe orientieren und so blieben sie 13 Jahre anstatt 10 Jahre auf Serpo. Als die US-Astronauten im Jahr 1978 zurück zur Erde geflogen werden sollten, war inzwischen ein weiteres Teammitglied verstorben und zwei weitere entschieden sich auf Serpo zu bleiben. Die übrigen 8 mussten bei ihrer Rückkehr auf die Erde noch ein weiteres Jahr bei der Air Force bleiben, wo ihre Erfahrungen und Informationen in einem 3000 Seiten langen Buch festgehalten wurden. Anonymous, der Whistleblower, behauptete, eine Kopie dieses Buches zu besitzen. Dann wurden alle Heimkehrer wieder in das zivile Leben entlassen. Der letzte Überlebende dieser mutigen und historischen Pioniere verstarb im Jahr 2002. Sie sollen während ihres Aufenthaltes auf Serpo gefährlicher Strahlung ausgesetzt gewesen sein und es wird vermutet, dass das ihr Leben extremst verkürzt hat. Ob diese Story glaubwürdig ist oder nicht, lasse ich natürlich wie immer euch über. Der ursprüngliche Erzähler scheint aber relativ ungeschickt eine Fantasy-Story mit ein paar Roswell-Fakten auszuschmücken, um sie glaubwürdiger zu gestalten. Es gibt viele Logikfehler in der Story, die das Project Serpo zweifelhaft erscheinen lassen. Doch wie gesagt, sicher können wir uns da auch nicht sein. Denn wenn man gewohnt ist, dass einem die Regierung niemals die Wahrheit sagt und die Leute ständig anlügt, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute dann auch alles anzweifeln. Einige Punkte, die die Story laut den Skeptikern suspekt macht, sind folgende. Wie konnte man schon nach wenigen Monaten eine Antwort auf einen 40 Lichtjahre entfernten Planeten erhalten? Selbst bei einer sofortigen Antwort müsste es bei Lichtgeschwindigkeit ca. 80 Jahre dauern. Andererseits wissen wir auch nicht, mit welcher Technologie genau die Kommunikation erfolgte. Wieso sollten 12 unbedeutende Menschen 10 Jahre auf dem Planeten bleiben, wenn renommierte Wissenschaftler dort viel mehr Nutzen in kürzerer Zeit erbracht hätten? Die Gründe dafür sind in der Story selbst genannt worden. Natürlich will man für so ein Himmelfahrtskommando nicht die allerbesten Forscher opfern. Wieso hatte man sich gefährlicher Strahlung ausgesetzt, wenn man schon vorher darüber informiert gewesen sein müsste und Schutzmaßnahmen treffen hätte können? Woher sollten sie dies wissen? Vielleicht haben es die Greys nie erwähnt. Vielleicht waren sie ja auch vorbereitet, allerdings nicht ausreichend. Schließlich ist dies menschliches Versagen, das häufig und überall vorkommt. Wieso nehmen die Aliens beim ersten Mal eine 10 Monate lange Reise zur Erde und wieder zurück in Kauf, wenn sie die US-Crew erst ein paar Jahre später mitnehmen wollen? Kein Mensch weiß wirklich, welche Beweggründe und Motivationen die Aliens wirklich gehabt haben. Sorry, aber dieser Punkt ist absolut absurd. Wie konnten die Aliens im Juli 65 nur 16 Monate nach April 64 das zweite Treffen wahrnehmen, wenn sie 10 Monate zurück nach Serpo und wieder 10 zur Erde benötigten? Wie gesagt, wer weiß, wo die Aliens in der Zwischenzeit wirklich waren, eventuell auf ihrer Basis am Mond, andere wiederum spekulieren, unter den Ozeanen. Wieso konnten die Aliens zwar den irdischen Zeitpunkt für die Treffen 1964 und 1965 auf den Tag genau berechnen, aber die US-Crew nicht darauf aufmerksam machen, als die 10 Jahre abgelaufen waren? Weshalb sollten die Greys dies machen? Vielleicht ist es ihnen vollkommen egal, vielleicht wollten sie auch nicht, dass die Menschen jemals ihren Planeten wieder verlassen, es gäbe auch noch sicherlich zahlreiche andere Gründe. Wieso hat Anonymous die Kopie des Buches nicht öffentlich erwähnt? Vielleicht, weil er Angst vor Repressionen hatte, vielleicht aber auch hat er übertrieben, um sich interessanter zu machen. Ein Buch nämlich wäre andererseits wirklich nicht sehr schwer zu fälschen. Wieso kann Anonymous kein einziges Foto von Serpo vorweisen, wenn er angeblich die Kopie eines 3000 Seiten dicken Buches in Besitz nehmen konnte? Vielleicht waren bloß keine Fotos in dem Buch, vielleicht ist auch alles nur erfunden. Auf alle Fälle
hält sich diese Story schon sehr lange im Internet und ist auch insgesamt eine packende Geschichte, deren Wahrheitsgehalt aber jeder für sich selber entscheiden muss. Hat Leonardo da Vinci in seinen ikonischen Gemälden geheime Botschaften über Aliens versteckt? Hatte er gar Geheimwissen aus irgendeiner außerirdischen Quelle erhalten? Und wohin ist Leonardo da Vinci für ganze 2 Jahre hin verschwunden, für die es absolut 0 Aufzeichnungen gibt? Da Vinci wird oft als eines der allergrößten Genies der Menschheitsgeschichte bezeichnet. Er war Maler, Bildhauer, Architekt, Erfinder, Ingenieur, Musiker, Schriftsteller, Forscher und vieles, vieles mehr. Mit einem Wort, er war ein Allround-Genie und sein Genie hat unser Wissen für Jahrhunderte nachhaltig geprägt. Alles, was er in Angriff nahm und erforschte, wurde zum Erfolg. Sowas ist bisher undokumentiert in der Geschichte der Menschheit. Aber was genau machte ihn eigentlich so super talentiert? Gibt es eine Erklärung für die große Anzahl an Kontroversen, die ihn umgeben? Hatte er gar eine Art übernatürliche oder außerirdische Quelle für sein außergewöhnliches Wissen, das für seine Zeit um Jahrhunderte voraus war? Wer weiß, vielleicht aber nutzte Da Vinci irgendeine Quelle, die uns noch vollkommen unbekannt ist. In diesem Video aber gehen wir der populären Theorie nach, dass Da Vinci sein Wissen nur von Außerirdischen erhalten haben konnte. In diesem bekannten Gemälde Da Vincis sehen wir die Jungfrau Maria abgebildet, wie sie gerade die Botschaft über ihre unbefleckte Empfängnis zu Jesus von einem Engel erhält. Kunsthistoriker haben herausgefunden, dass Da Vinci lediglich den Engel auf diesem Bild gemalt hat. Der Rest des Bildes wurde von seinem Mentor und Lehrer Andrea del Verrocchio fertiggestellt. Das 600 Jahre alte Gemälde wurde unlängst mit einem Röntgengerät durchleuchtet und die verblüfften Forscher stellten fest, dass einzig und alleine der Engel, der von Da Vinci gemalt wurde, für das Röntgengerät total unsichtbar war. Wie er dies schaffte, ist bis heute unerklärlich. Wir wissen bereits, dass Leonardo ein Experte in versteckten Botschaften war, die er überall in seinen Werken unbemerkt platzierte. Für die damaligen Menschen waren diese versteckten Geheimbotschaften vollkommen unsichtbar und selbst wir entdecken sie heutzutage nur rein zufällig. Ein Beispiel dafür war seine berühmte Spiegelschrift. Warum er alles mit diesem Geheimcode geschrieben hat, ist bis heute nicht bekannt. Merkwürdig ist auch, dass Da Vinci nach offiziellen Niederschriften und Dokumenten in den Jahren zwischen 1476 und 1478 vollkommen von der Bildfläche verschwunden war. Er war einfach untergetaucht. Es gibt auch keine Niederschriften darüber, was er in dieser Zeit erfunden, gemalt oder gebaut hat. Es ist ganz so, als ob er in diesen 2 Jahren einfach nicht existiert hat. Das ist äußerst ungewöhnlich, selbst im bereits ausgegangenen Spätmittelalter, denn Da Vinci war damals schon weit über seine Landesgrenzen hinaus eine extrem bekannte Persönlichkeit. Ja, man konnte sagen, er war damals schon ein Superstar. Als er dann aber nach diesen 2 Jahren wieder plötzlich auftauchte, sehen wir förmlich eine wahre Explosion seiner Erfindungen und Schöpfungen. Denn ab 1479 expandierte sein Wissen urplötzlich vom Stand eines Malers bis hin zu allen bereits genannten Wissensbereichen. Es ist ganz so, als ob er in diesen kurzen 2 Jahren, in denen er verschwunden war, ein übernatürlich großes Upgrade seines Wissensstandes erhielt. Was weniger bekannt ist, ist, dass Leonardo auch architektonische Grundrisse der Städte zeichnete, in denen er sich aufhielt. Wenn man diese aus der Vogelperspektive gezeichneten Grundrisse der damaligen Städte ansieht und mit modernen Satellitenaufnahmen vergleicht, so verblüfft die außerordentlich hohe Detailgetreuheit. Ganz so, als ob Leonardo alles aus großer Höhe abgezeichnet hätte. Wie schaffte er dies? All diese Merkwürdigkeiten führten schließlich zu der populären Annahme, dass Da Vinci Lehrmeister hatte. Lehrmeister, die nicht von dieser Welt waren. Aber was wäre gewesen, wenn er unterrichtet wurde, ohne dass er es überhaupt mitbekam? Wurde er gar auserwählt von seinen übernatürlichen Lehrmeistern? Auserwählt wegen seines großen Talentes? Wollen wir mal einen Blick darauf werfen, wie heutzutage 3D-Modelle kreiert werden. Angefangen bei der Anatomie des Menschen bis hin zu Fantasiefiguren für Hollywood-Filme, bis hin zu komplexen 3D-Gebäuden, wird dies alles heutzutage per Computerprogramm generiert.
Es ist für uns selbstverständlich und fast jeder kann dies nach einem relativ kurzfristigen Training zu Hause ebenso nachmachen. Was aber wäre, wenn wir nicht diese tollen Computerprogramme zur Verfügung hätten? Man müsste alles per Hand zeichnen und das setzt natürlich extremes Talent voraus und vor allem Geduld und Beobachtungsgabe. Außerdem bräuchte man ein Grundwissen an Geometrie, Mathematik und natürlich wissenschaftlichem Verständnis. Diese Begabungen hatte Leonardo natürlich alle und nutzte diese auch exzessiv in all seinen Werken. Da Vinci war zum größten Teil Auftragsmaler, der seine Gemälde zu Unterhaltungszwecken machte. Er setzte aber sein Talent dazu ein, extrem genaue Blaupausen von allerlei Dingen anzufertigen. Heutzutage brauchen moderne Architekten oder Ingenieure jahrelang, um zu erlernen, wie solche Blaupausen mit der Detailgenauigkeit von Da Vinci gemacht werden. Manche spekulieren, dass Da Vinci diese Blaupausen machte, um sein gesamtes Wissen an die Öffentlichkeit zu bringen und für die Nachwelt zu erhalten. Auch heute noch werden Da Vincis detailgetreue Nachbildungen des menschlichen Körpers für die moderne Robotik benutzt, um diese als Anleitung für den Bau von Robotern zu verwenden, selbst in der NASA. Leonardo schien es zu lieben, in seinen Werken versteckte Hinweise zu platzieren, ganz so wie in dem berühmten Engel. Doch zu seiner Zeit konnte absolut niemand diesen Hinweis entziffern. Röntgengeräte wurden erst ungefähr 550 Jahre nach Da Vinci erfunden. Was wusste er also wirklich? Wie konnte er mit welchen exotischen Techniken der Malkunst und vor allem aus welchem plausiblen Grund heraus diese Dinge verstecken? Es war kein Zufall, dass man den Engel nicht mit Röntgenstrahlen sehen kann. Leonardo musste über diese Technik Bescheid wissen. Aber wie war dies möglich? Aber wollen wir das Ganze mal weiterspinnen und seine relativ einfache Dekodierungstechnik der Spiegelschrift auf seine Gemälde anwenden. Was wäre, wenn Da Vinci seine Gemälde auch so gemalt hat? Was können wir entdecken, wenn wir seine Gemälde ebenso spiegeln? Das Resultat wird dich überraschen und auch schockieren. Fangen wir bei seiner berühmten Mona Lisa an, für die er 16 ganze Jahre bis zu ihrer Fertigstellung benötigte. Überraschend dabei ist, dass die Mona Lisa keineswegs maltechnisch außergewöhnlich ist. Ganz im Gegenteil, die meisten Gemälde zu dieser Zeit von allen anderen bekannten Künstlern waren wesentlich detailgetreuer, aufwendiger und technisch raffinierter gezeichnet. Weshalb also benötigte er für dieses einfache Gemälde so lange Zeit? Ist dahinter eventuell noch wesentlich mehr versteckt, als wir denken? Oh ja! Das ist es in der Tat. Die Mona Lisa ist bekannt für ihren durchdringenden Blick. Egal von welchem Blickwinkel man sie betrachtet, sie starrt einen immer wieder direkt an. Wenn man aber die Hände der Mona Lisa mit ihrem gespiegelten Bild gegenüberstellt und die Transparenz reduziert, so entdeckt man den Kopf eines merkwürdigen Wesens, das uns allen sehr bekannt vorkommt. Ist das ein Zufall? Das bei Leonardo da Vinci? Ich denke nicht. Viele von euch werden nun sagen, ja, das Ganze kann natürlich reiner Zufall sein und unser Gehirn interpretiert Dinge nach dem Pareidolie-Phänomen. Wenn man das Ganze aber mit dem Gemälde Jungfrau mit Kind und Sankt Anna wiederholt, so erhalten wir diese bizarre Figur. Wieder bloß ein Zufall? Wenn man diese Spiegeltechnik bei Da Vincis Felsgrottenmadonna anwendet, so erhält man wiederum das gleiche bizarre Bildnis. Wieder nur ein Zufall? Bei Da Vincis wohl bekanntesten Gemälde, dem letzten Abendmahl, ergibt sich ebenso ein merkwürdiger Zufall von bizarrer Form. Ein bisschen viel Zufälle auf einmal, nicht wahr? Ebenso erwähnenswert ist die offensichtliche Abbildung eines UFOs in diesem Gemälde. Alle diese Fingerzeige zusammen geben vielen Menschen Grund zu der Annahme, dass Leonardo während seiner 2 Jahre des Verschwindens von der Bildfläche an Bord eines außerirdischen Raumschiffes verbracht hatte. Wie bereits zuvor erwähnt, war Da Vincis Talent nicht auf die Malerei und seine Kunst beschränkt, sondern sein Talent dehnte sich bis auf seine Erfindungen aus, die seinerzeit um Jahrhunderte voraus waren. Aber nicht nur das. Seine gesamte Ingenieurskunst war zur Zeit der Renaissance vollkommen unbekannt. Die Robotik heutzutage ist nach wie vor ein sehr junges Forschungsfeld. Erfinder haben noch immer große Probleme damit, ein Roboterbein wie ein menschliches Bein gehen zu lassen, aber Leonardo da Vinci hat es vor 600 Jahren bereits geschafft,
Robotermodelle von Tieren zu zeichnen, die sich haargenau nach unserem heutigen Wissensstand der Robotik bewegen können. Sein Modell eines künstlichen Löwen würden Erfinder von heute nicht besser machen können. Die Beweglichkeit seines Löwenmodells war so ausgeklügelt, dass lediglich mit der kinetischen Energie einer einzigen schubsenden Handbewegung der Löwe eine gesamte Raumlänge gehen konnte. Schneckengetriebe, die heutzutage in jeder Rolltreppe zum Einsatz kommen, wurden von Da Vinci bereits als Prototyp erfunden. Leonardos Flugmaschinen stellen die Basis für moderne Hubschrauber dar, aber auch sein revolutionärer Taucheranzug war seinerzeit um mehr als 500 Jahre voraus. Dieser Anzug wurde von britischen Ingenieuren rekonstruiert und es stellte sich heraus, dass dieser voll einsatzfähig war. Da Vinci war auch niemals Teil der herrschenden Wissenschaftlerkaste. Weder lehrte er an einer Universität, noch gibt es sonstige nennenswerte akademische Verbindungen, die er pflegte. Obwohl Historiker über die Jahrhunderte hinweg haargenaue Aufzeichnungen über sein Werk machten, gibt es über sein Privatleben so gut wie nichts. Er selbst schrieb leider niemals Tagebuch, so wissen wir nicht, wie er als Privatmann war, was er mochte oder welchen Freizeitaktivitäten er nachging. Genug Geld hatte er auf alle Fälle, das wissen wir noch heute, denn er hinterließ eine riesige Erbschaft. Ein ganz spezifisches Detail seines Privatlebens hatte er allerdings für die Nachwelt niedergeschrieben. Er beschrieb, wie er als kleines Kind im Wald eine Höhle entdeckte, die seine Neugierde erweckte. Er beschreibt zwar nicht, was er genau bei der Erforschung dieser Höhle entdeckte oder was er dort erlebte, doch ist es psychologisch gesehen äußerst bemerkenswert, dass dies das einzige Detail seiner Kindheit war, das er niederschrieb. Das, was er dort erlebte, muss für ihn wahrscheinlich prägend für sein gesamtes Leben gewesen sein. Bemerkenswert allerdings ist, dass er unmittelbar nach der Aufzeichnung dieser Kindheitsdetails angefangen hat, seltsame deformierte Menschenkörper zu zeichnen. Was hat Leonardo da bloß gesehen, das ihn für diese bizarren Zeichnungen inspirierte? Abschließend kann man sagen, dass Da Vinci zweifellos das allergrößte Genie der vergangenen 600 Jahre war. Viele meinen deswegen, dass er eine Art Botschafter war, ein Transporteur von Wissen, das die Menschheit technisch gesehen in ein neues Zeitalter führen sollte, die Renaissancezeit. War er ein Abgesandter von unseren Lehrmeistern aus dem Weltall? Griffen hier die sogenannten Götter wieder einmal lenkend in die menschliche Entwicklung ein? War Leonardo da Vinci ihr Sprachrohr? Ich denke, so kann es durchaus gewesen sein. Wurde der Turm zu Babel von Außerirdischen errichtet? Wurde er auch ebenso von diesen zerstört? Sind in der Bibel tatsächlich versteckte Hinweise darauf zu finden, dass die Götter in Wahrheit Außerirdische waren? Uralte religiöse Niederschriften von gnostischen Evangelien bis hin zu den Qumran-Rollen, immer wieder liest man von angeblichen Hinweisen auf außerirdische Besucher. Das britische Boulevardmagazin Express schrieb unlängst, dass alte Überreste, die an einer archäologischen Ausgrabungsstätte im Irak entdeckt wurden, bestätigen, dass Gott eine kleine Gruppe von Aliens auf die Erde geschickt hat. Das Boulevardmagazin bezieht sich mit dieser Story auf eine Dokumentation auf Amazon Prime. Wie seriös diese ist, kann ich leider nicht einschätzen. Der Turm von Babel auf alle Fälle ist eine alte biblische Geschichte, die das Leben als solches erklären soll, nachdem die Sintflut die damals bestehende Zivilisation vollkommen zerstört hatte. Der Geschichte zufolge hat Gott eine riesige Struktur, die von der Erde bis in den Himmel reichte, errichtet, um alle Menschen wieder zu vereinen, bevor sie auf der ganzen Welt zerstreut werden. Eine in der irakischen Provinz Babylon gemachte Entdeckung könnte jetzt sogar den Beweis dafür liefern, dass dieser Megabau, der Turm zu Babel, tatsächlich existierte und dass er sogar von einer außerirdischen Rasse zerstört wurde. Diese Theorie ist nicht neu. Laut der beliebten Amazon Prime Serie Die Bibelverschwörungen entspricht ein Fund, der in der archäologischen Stätte Borsippa gemacht wurde, dem der uralten Geschichte. Der Dokumentarfilm von 2017 berichtet wortwörtlich: Der Turm von Babel wurde von vielen Gelehrten immer als Mythos bezeichnet. In Borsippa wurde jedoch eine Reihe von zylindrischen Strukturen gefunden, die einen riesigen Turm bildeten. Diese könnten wegen ihrer schieren Größe und des verbrannten Mauerwerks Teil des Turms von Babel sein. Die Untersuchung in der Doku stiert tief in der Geschichte des Turms von Babel und behauptet weiters, das Buch
Genesis enthüllt tatsächlich, dass eine fremde, außerirdische Rasse daran schuld war, diesen sagenumwobenen Turm zu zerstören. Außerdem hieß es, dass der Turm von Gott zerstört worden ist, aber dass man den Text auch so interpretieren kann, dass das Wort Gott auch mit Alien oder außerirdischen Besucher übersetzt werden kann. Und laut dieser Übersetzung handelt es sich bei den beschriebenen Göttern um eine fremde Alienrasse, die als Anunnaki bezeichnet wird. Diese Anunnaki wurden als aus dem Himmel kommend beschrieben, um Menschen zu leiten und zu führen. Früher wurden sie auch Engel genannt, aber heute würden wir sie nur noch Außerirdische oder Aliens nennen. In Genesis Kapitel 6, Vers Nummer 4 findet man tatsächlich merkwürdige Beschreibungen. Sie erzählt, wie eine Gruppe von Riesen von Gott herabgesandt wurde, um die Erde zu regieren. In dieser Passage heißt es, es gab damals Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und ihnen Kinder gebaren. Dieselben wurden zu mächtigen Männern, die uralt wurden, berühmte Männer. Wie Methusalem. Ich habe im Netz nachgeforscht und normalerweise werde ich sehr schnell fündig. Doch was mich dabei überrascht hat, ist, dass ich wie zu erwarten auf Deutsch sowieso nichts gefunden habe, aber auf Englisch und Spanisch ebenso kaum brauchbare Informationen. Allerdings bin ich auf einer israelischen Internetseite fündig geworden, die auf Hebräisch war und eine außerordentlich interessante These zum Turmbau von Babel schilderte. Ein Rabbi namens Eibeschütz aus dem späten 18. Jahrhundert interpretierte das Kapitel 11 der Genesis folgendermaßen. Die Menschen wollten sich einfach vor einer erneuten Sintflut schützen. Sie hatten verständlicherweise panische Angst vor allem, was mit Wasser zu tun hatte und was von oben kam. Die Leute waren aber damals auch nicht dumm und wussten, dass Regen aus Wolken von oben kam. Sie schlossen daraus, dass sich Regenwolken nur bis in eine Höhe von ca. 5 km bildeten. Ihre Theorie zufolge mussten sie lediglich ein Gebäude höher als 5 km bauen, das über den Wolken und somit außer Gefahr von Überflutungen war. Hilfe bekamen sie dabei von den damals den Menschen wohlgesinnten Göttern, wer immer die auch waren. Ich persönlich halte diese These zwar für sehr naiv, aber es ist leider die einzige mit übernatürlichen Bezug, die ich finden konnte. Was meinst du? Was war der wahre Zweck vom Turm zu Babel? Hat er tatsächlich existiert? Wurde er von Aliens zerstört? Lass mich deine Meinung unten in den Kommentaren wissen. Sind Aliens in Wahrheit Zeitreisende, die vollkommen gezielt und aus einem ganz bestimmten Grund zu uns geschickt wurden? Außerirdische UFOs, Zeitportale und viele andere seltsamste Phänomene werden seit Anbeginn aller Zeiten berichtet und auch aufgezeichnet. Die Grundidee der Präastronautik ist, dass die menschliche Spezies von einer Rasse an intelligenten Aliens kreiert wurde, und zwar mittels Genmanipulation. Diese These wurde vor allem von Erich von Däniken propagiert, wird aber heute noch fortgesetzt von vielen anderen Trittbrettfahrern und anderen Forschern des Unerklärlichen, wie zum Beispiel Dr. Stephen Greer. Sie behaupten, den Menschen wurde von wohlwollenden Aliens dabei geholfen, die unglaublichen Bauwerke der Vergangenheit zu errichten, denn von alleine hätten sie das niemals geschafft. Es stellt sich die berechtigte Frage, weshalb Menschen früher wesentlich offener für diese Ideen waren, heute aber das Ganze mit einem merkwürdigen Schleier der Verschwiegenheit und der Geheimniskrämerei überdeckt wird. Einige spekulieren, dass die Alien-Rassen, die uns damals besuchten, ganz andere waren wie jene, die uns angeblich in unserer heutigen Zeit besuchen. Unsere damaligen Besucher haben diesen Theorien zufolge unseren Planeten schon lange verlassen. Jene Wesen, die uns heute besuchen, sind diesen Theorien nach Alien-Rassen, die uns erst kürzlich entdeckten und uns eventuell nicht so freundlich gesinnt sind. Was aber wäre, wenn diese Theorien tatsächlich stimmen? Was wäre, wenn diese Besucher eventuell gar Zeitreisende aus der Zukunft sind? Wer sagt, dass diese Besucher durch das Weltraum reisen müssen? Wegen der hohen Distanzen und dem Limit der Lichtgeschwindigkeit ist es sogar äußerst unwahrscheinlich, dass uns Aliens auf dem klassischen Weg mit einem Raumschiff nach langer, langer Reise ausgehend von ihren Heimatstern besuchen. Wenn wir uns die Zeit aber als Konstrukt vorstellen, das eventuell sogar manipuliert werden kann, von Spezies, die bereits die technische Möglichkeit dazu haben, ist diese Idee gar nicht so fremd. Wenn wir uns ein Insekt ansehen, so vergeht die Zeit für dieses Tier wesentlich anders als für uns Menschen. Zeit ist eine vollkommen subjektive Konstruktion des Bewusstseins und vergeht für jeden anders. Aber alle Dinge und Zustände in diesem Konstrukt
sind immer in Bewegung. Wenn wir schon wissen, dass die Zeit für uns Menschen und für andere Lebewesen des Planeten Erde vollkommen unterschiedlich verläuft, wie würde dann die Zeit für einen Außerirdischen vergehen? Vielleicht haben diese ein vollkommen anderes Verständnis und Empfinden für Zeit. Dies ist sogar sehr wahrscheinlich. Wir wissen ja aus der Tierwelt, dass manche Spezies Zeit ebenso manipulieren können. Natürlich nicht mit Maschinen oder sonst wie, aber der Winterschlaf zum Beispiel ist eine Möglichkeit, eine größere Zeitspanne sozusagen einfach zu überspringen. Die Zeit im Schlaf empfindet man ja ganz anders, sie vergeht wesentlich schneller. Oder aber Bakterien, die sich in einem Zustand des Scheintodes befinden, zum Beispiel im ewigen Eis der Antarktis, aber nach Ändern der Temperatur plötzlich wieder zum Leben erwachen. Stellt euch vor, manche Aliens könnten die Zeit ebenso manipulieren, vielleicht waren sie dann für ihr Verständnis nur einen ganzen Tag unterwegs, oder vielleicht richten sie sogar ihren gesamten Biorhythmus nach der Umdrehung ihres Heimatplaneten um das Zentralgestirn. Das wäre auf der Erde ein ganzes Jahr. In anderen Systemen aber kann dies aber 10.000 Jahre sein oder nur eine einzige Stunde. Biologisch gesehen ist es sogar ein Muss der Evolution, dass sich Spezies an diesen Rhythmus anpassen. Der Unterschied zwischen uns Menschen und Aliens könnte sogar so einfach und simpel sein, wie die Art, die Zeit zu messen oder gar zu manipulieren. Wir auf der Erde basieren unseren Biorhythmus auf der Rotation der Erdkugel, aber es gäbe auch andere Formen, die Zeit zu messen oder sich an sie anzupassen. Methoden, die vielleicht wesentlich präziser und effizienter wären, und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sich Aliens einen ganz anderen Zeitrhythmus angepasst haben, zum Beispiel den Erneuerungszyklus ihrer Zellen. Beim Menschen wäre dies 7 Jahre. Wer weiß, wie schnell sich Alienzellen erneuern können. Das würde aber auch bedeuten, dass ihre Form über das Empfinden von Zeitabläufen vollkommen unterschiedlich ist. Vielleicht haben sie gar nicht so ein Zeitverständnis wie wir. Vielleicht sind sie auch gar nicht so gestresst. Wüssten sie zum Beispiel über Reinkarnation Bescheid, so wäre die Zeit eines Alienlebens vollkommen irrelevant. Verbrächten sie ihre Zeit nicht mehr auf einem Planeten, sondern nur noch mit interstellaren Reisen auf einem Raumschiff, so wäre Zeit ebenso vollkommen irrelevant für sie. Hätten sie eine medizinische Möglichkeit entwickelt, so wie manche Bakterien den Alterungsprozess ihrer Zellen stoppen können, so wie wir Menschen das bereits in 20 Jahren werden machen können, so wäre Zeit für die Aliens ebenso vollkommen irrelevant. Eine Idee ist in den letzten Jahren aber immer populärer geworden, und das ist die These, dass diese angeblichen Besucher in UFOs oder die sogenannten Präastronauten gar keine Aliens sind, sondern diese in Wahrheit sogar Bewohner unseres eigenen Planeten Erde, Besucher aus einer fernen, weiten Zukunft. Die Idee dabei ist, dass diese Besucher aus einem fernen Punkt in der Zukunft reisen, einem Punkt, an dem sich die Erde zum Beispiel am Rande der vollkommenen Zerstörung befindet, und diese Reisenden sich nur noch an einen seidenen Faden anklammern. Diese Theoretiker, mit denen ich persönlich zwar absolut nicht übereinstimme, behaupten, dass Aliens anscheinend immer alle Sprachen der Erde sprechen und überall mühelos mit den Menschen kommunizieren können. Und sie scheinen immer wieder Menschen an Bord ihrer Schiffe zu entführen, um dort genetische Experimente zu vollziehen. Dies würde, wenn dies tatsächlich stimmt, nur Sinn ergeben, wenn wir und die Aliens auch genetisch kompatibel wären. Man sagt, dass wir diese genetische Kompatibilität nur mit einer Lebensform haben könnten, die uns sehr gleicht. Das wären aber zum Beispiel Menschen aus der Zukunft oder aber mit Aliens, die sich in einer Welt entwickelten, die uns zwar fremd und fern ist, aber diese in Wahrheit unsere Schöpfer sind. In irgendeiner Form oder einer anderen muss hier ein Zusammenhang sein. Diese Aliens haben auch anscheinend absolut kein Problem, unsere Erdatmosphäre zu atmen, und sie scheinen auch resistent gegen unsere Bakterien und Viren zu sein. Dies wäre bei einer gänzlich fremden Lebensform oder Alienrasse natürlich nicht der Fall. Vielleicht befindet sich ja noch irgendwo in unserem Genom ein versteckter Hinweis, der eine Frage auf dieses logische Dilemma geben könnte. Eine klare Antwort, dass hier vielleicht manipuliert oder eingegriffen wurde. Wenn wir der These nachgehen, dass Aliens Menschen aus der Zukunft sind, so ergebe dies auch psychologisch gesehen einen Sinn. Angenommen, wir erfänden eines Tages Zeitreisen mit dem Wissen, das wir heute haben, wie würden menschliche Zeitreisende mit Menschen anderer Zeitepochen umgehen? Um den Kulturschock nicht allzu groß zu machen,
Über diesen Paradigmenwechsel des Treffens verschiedener Zeitgenerationen würden Psychologen nicht ebenso empfehlen, uns, also den Zeitreisenden der Zukunft, uns bei jeder Zeitreise eine Art Verkleidung zu verpassen. Bei der Kommunikation mit Menschen aus anderen Epochen wäre dies ganz bestimmt sehr hilfreich. Eine Verkleidung, die der jeweiligen Zeit angepasst wäre, um den Kulturschock für diese besuchten Menschen nicht allzu groß zu machen, wären in biblischen Zeiten zum Beispiel Verkleidungen als Götter gewesen oder als Engel oder sonst wie. In unserer heutigen Zeit sind es halt Verkleidungen in Form kleiner, grüner bzw. grauer Männchen. Psychologisch gesehen würde dies absolut Sinn machen. Vielleicht sind es sogar die Zeitreisenden selbst, die diese Idee propagieren, dass diese Besucher Aliens sind. Es könnte aber auch eine Art Doppelmanipulation von diesen Besuchern sein. Sie könnten uns vortäuschen, dass sie keine menschlichen Besucher aus der Zukunft sind und definitiv aus anderen Sternenkonstellationen kommen würden. Menschen, die an Bord von UFOs geholt wurden, sprechen angeblich immer wieder von diesem Phänomen. Welche dieser Thesen sind aber wahrscheinlicher? Sind sie überhaupt wahrscheinlich? Gibt es eventuell noch eine vollkommen andere Erklärung, die wir bisher nicht in Betracht gezogen haben? Der berühmte Physiker Michio Kaku hat, befragt über die Realität von Zeitreisen, immer wieder gesagt, dass eine Form der Zeitreise via der Nutzung von Wurmlöchern erfolgen würde. Das ist im folgenden Zusammenhang höchst interessant, denn wenn wir uns das häufige Verschwinden von Flugzeugen, zum Beispiel im Bermuda-Dreieck, vor Augen halten, die immer wieder von sogenannten Dimensionsportalen sprechen, so macht Michio Kakos Erklärung der Wurmlöcher als Verbindungspunkt zwischen mehreren Zeiten oder Dimensionen absolut Sinn und erklärt auch viele rätselhafte Phänomene. Die Gesetze der Physik legen nahe, dass die Gravitationskräfte eines Wurmloches groß genug wären, um die Zeit zu beugen und auch den Raum so dermaßen zu krümmen, dass gigantische Distanzen mühelos übersprungen werden könnten. Solche Wurmlöcher finden sich oft in der Nähe von schwarzen Löchern und verursachen einen Riss im Raumzeitgefüge. Wir lesen das immer wieder in der Science Fiction oder sehen es in Serien oder Dokus und Filmen. Der endgültige Beweis aber fehlt. Noch immer. Im September 2015 hat der russische Kosmonaut Evgeni Patalka ganze 879 Tage im Weltall verbracht und damit einen Weltrekord gebrochen. Er ist somit einer der allerersten Zeitreisenden, denn während seines langen Fluges wurde das berühmte Zeitreiseexperiment durchgeführt, jenes der Relativitätstheorie von Albert Einstein, die besagt, dass je schneller man sich bewegt, desto schneller auch die Zeit vergeht. Dies wirkt sich natürlich besonders stark bei einer Lichtgeschwindigkeit aus, aber funktioniert natürlich im kleineren Rahmen bei einem Raumschiff, das unter Anführungszeichen nur eine Geschwindigkeit von 50.000 km/h hat, ebenso. Lange Rede, kurzer Sinn, das Experiment hat bewiesen, Einsteins Zeitreisetheorie stimmt tatsächlich. Zeitreisen sind möglich und Evgeni Patalko war nach seiner fast dreijährigen Reise im Weltall mit einer Geschwindigkeit von 50.000 km/h ganze 144 Sekunden in die Zukunft gereist. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, hätte Evgeni einen Zwillingsbruder auf der Erde gehabt mit der gleichen Armbanduhr wie er, so könnte der Zwillingsbruder nach Evgenis Rückkehr aus dem All feststellen, dass Evgenis Uhr um 144 Sekunden weiter vorging als die seine und diese auch um 144 Sekunden jünger wäre. Evgeni ist also in die Zukunft gereist um ganze 2,5 Minuten. Diese bereits bewiesene Tatsache gebe zeitreisenden Aliens oder aber zeitreisenden Menschen aus der Zukunft die Möglichkeit, das Raum-Zeit-Kontinuum zu verändern. Allerdings müssten sie gewaltige Mengen an Energie aufwenden, um ein Wurmloch künstlich herzustellen. Wenn die sogenannten Aliens, die durch die Zeitreisen in Wirklichkeit gar keine Besucher von fremden Sternen sind, sondern Menschen der Zukunft, die über eine so dermaßen fortgeschrittene Technologie verfügen, so würden wir hier absolut keinen Unterschied mehr zwischen ihnen erkennen. Wir würden nicht erkennen, ob dies Aliens oder Menschen wären. Vielleicht sind es nicht einmal Menschen, die uns da besuchen kommen. Vielleicht sind es gar keine Lebewesen. Vielleicht handelt es sich um die Piloten dieser UFOs, um Klone oder menschliche Roboter, die Teil der menschlichen Technologie der Zukunft sind. Vielleicht ist es ja zu gefährlich für den menschlichen Körper, durch die Zeit zu reisen, vielleicht sind die Konsequenzen zu groß. In Russland geistert die Geschichte durchs Netz, dass es einen Besucher mit einem Raumschiff gibt, der behauptet, ein Mensch aus dem Sibirien der Zukunft zu sein und versichert,
dass die Erde vor langer Zeit von Aliens besiedelt wurde, die wegen eines verheerenden Krieges auf die Erde flüchten hatten müssen. Ein Krieg gegen eine Art künstliche Intelligenz. Die Geschichte besagt, dass diese geflüchtete Population aus insgesamt 200.000 Personen bestand. Diese Personen hatten eine Lebenserwartung zwischen 400 und 450 Jahren. Diese Geschichte, egal ob wahr oder nicht, öffnet uns die Augen für die Akzeptanz von anderen Ideen und vielen verschiedenen anderen Möglichkeiten. Wir werden vielleicht die Wahrheit niemals erfahren, sollten aber immer offen sein, uns neue Ideen anzuhören, um so selbst geistig wachsen zu können und auch die Toleranz aufzubringen, sich mit fremdartigen Ideen und Konzepten oder Lebensweisen oder Kulturen auseinanderzusetzen und diese zu akzeptieren, so wie sie sind. Und nicht einfach bloß abzulehnen. Die These, dass Aliens zeitreisende Menschen aus der Zukunft sind, würde erklären, wieso sie uns nicht angreifen und die Erde übernehmen. Es würde erklären, weshalb sie uns still beobachten. Es würde erklären, weshalb sie mit uns genetische Experimente machen. Und es würde auch erklären, weshalb sie unsere Sprache verstehen und vieles mehr. Es ist daher durchaus eine legitime Theorie und manche meinen sogar wesentlich wahrscheinlicher, als dass uns tatsächlich Aliens aus fremden Welten besuchen kämen. Wie gesagt, ich glaube zwar nicht an diese Theorie, aber natürlich kann auch ich mich irren und interessant ist diese These auf alle Fälle. Wenn wir von Pyramiden sprechen, wendet sich unser Gedanke sofort an Ägypten, verständlicherweise, genauer gesagt an die Hochebene von Gizeh und die drei Pyramiden, die außerhalb von Kairo errichtet wurden, wie ihr ja wisst. Jedoch egal, wo man sich auf der Welt umsieht, du wirst überall auf dem Planeten Pyramiden oder Pyramidenformen finden. Aber warum sind diese rätselhaften Strukturen überall auf der Erde verteilt? Warum bauten die ältesten Kulturen der Welt, wie die alten Mayas, die Azteken, präkolumbianische Kulturen und andere Völker der Antike, diese supermassiven Strukturen? Darüber hinaus, warum gibt es so viele Pyramiden auf der ganzen Welt, die im Design so außerordentlich ähnlich sind? Vom Standpunkt der Architektur macht dies überhaupt keinen Sinn. Außer dass sie vielleicht hübsch anzusehen sind, hat diese Form keinerlei praktischen Nutzen, ganz im Gegenteil. Warum können wir also nicht vollständig verstehen, weshalb die alten Pyramiden gebaut wurden? Haben sie wirklich als ewige Ruheplätze für verschiedenste Pharaonen und Könige gedient? Sicherlich auch, irgendwann einmal in der Geschichte. Doch das war bestimmt nicht ihr einziger Zweck, beziehungsweise ihr Hauptzweck. Ist es bloßer Zufall, dass tausende von Pyramiden auf der ganzen Welt verstreut sind? Ist es möglich, dass alte Kulturen vor tausenden von Jahren miteinander Kontakt hatten oder gar die exakt gleichen Götter nur unter anderen Namen anbeteten und deswegen die Pyramidenform überall zu finden ist? Warum stehen immer die ägyptischen Pyramiden im Vordergrund? In Mittelamerika gibt es mehr als 1000 Pyramiden, in China gibt es 300 Pyramiden und im Sudan über 200 Pyramiden. Ägypten hat unter Anführungszeichen nur etwa 120 Pyramiden. Was wäre aber, wenn die Pyramiden etwas ganz anderes waren, als wir alle zusammen denken? Ein ukrainischer Wissenschaftler glaubt nun, das Mysterium hinter den Pyramiden endlich gelöst zu haben und sagt, dass er jetzt versteht, weshalb sie von alten Zivilisationen auf der ganzen Welt gebaut und genutzt wurden. Dr. Volodymyr Krasnoholewetz, ein Physiker aus der Ukraine, der etwa 10 Jahre lang die Pyramiden erforscht hat, ist seit langem fasziniert von diesen uralten Strukturen. Er ist ein Mann, der glaubt, endlich das Geheimnis hinter den Pyramiden entdeckt zu haben und warum sie gebaut wurden. Er glaubt, auf Basis von Messungen und Analysen in den verschiedensten Bereichen, die er über die Jahre hinweg durchgeführt hat, dass die Pyramide gleich mehrere Zwecke gehabt haben muss oder zumindest für mehrere exotische Zwecke mühelos dienen könnte. Denn die Pyramide hat merkwürdigste und ganz ungewöhnliche Eigenschaften. Nach seiner Meinung hat die Pyramide folgende Auswirkungen. Erstens, das Immunsystem eines jeden Organismus, der sich unter oder in ihr befindet, wird augenblicklich verbessert. Dies kann man zum Beispiel anhand der Zusammensetzung der Leukozyten im Blut messen, denn die Anzahl der Leukozyten erhöht sich sprunghaft nach einem Besuch der Pyramide. Zweitens, es gibt zwar noch keinen direkten Beweis, aber dennoch zahlreiche Hinweise darauf, dass es offensichtliche Regeneration vom menschlichen Gewebe gibt nach einem Besuch der Pyramide. Das heißt, Verletzungen heilen mehrfach so schnell.
Drittens, diverse Getreide- oder andere Pflanzensamen, die 1 bis 5 Tage in der Pyramide gelagert wurden, zeigten eine Ertragssteigerung von bis zu 30% und 100%. Viertens, unmittelbar nach dem Bau der berühmten russischen Seliger See-Pyramide wurde eine deutliche Verbesserung des Ozons in der Umgebung beobachtet. Fünftens, die seismische Aktivität in der Nähe der Pyramidensuchbereiche ist nach Schweregrad und Größe und Ausmaß deutlich reduziert. Sechstens, selbst extreme und heftige Wetterbedingungen scheinen sich in der Nähe der Pyramiden zu verringern. Experimente mit Pyramidenstrukturen in der Erdölraffinerie in Russland haben ergeben, dass sie auf Erdölquellen mit einem Ölanstieg von weniger als 30% positiv auf die Ölförderung auswirkten und die Ausbeute an diesen Ölquellen stieg nach den von der Moskauer Petroleum Academy durchgeführten Tests um ganze 20%. Achtens, Menschen, die sich einer pyramidenenergetischen Reinigung unterziehen, was immer das auch wiederum heißt, zeigten eine stark reduzierte Anfälligkeit für Stress und das Gesamtverhalten verbesserte sich enorm. Neuntens, Standard-Gewebekulturtests zeigten ein erhöhtes Überleben von Zellgewebe nach einer Infektion mit Viren und Bakterien. Zehntens, radioaktive Substanzen zeigen eine reduzierte Strahlungsintensität in der Pyramide. Elftens, es gibt zahlreiche Berichte über spontane Entladung und Ladung der Kondensatoren und Nikola Tesla hat ebenso damit zahlreiche Experimente durchgeführt. Zwölftens, Physiker haben signifikante Änderungen in den Temperaturschwellen der Supraleitung und in den Eigenschaften von Halbleiter- und Kohlenstoff-Nanomaterialien beobachtet. Dreizehntens, das Wasser in der Pyramide bleibt bei minus 40 Grad Celsius flüssig. Ja, du hörst richtig. Friert jedoch sofort ein, wenn es geschüttelt oder in irgendeiner Weise bewegt wird. Ob alle Punkte, die Dr. Krasnolowetz angeführt hat, wirklich so stimmen, bleibt fraglich. Fest steht, dass die Pyramiden sicherlich geheimnisvollste oder zumindest noch teilweise vollkommen unerforschte Kräfte hat. Deswegen sollten wir hier auf alle Fälle einen offenen Geist haben und die Möglichkeit genauestens durchleuchten. Ja, liebe Leute, das war's für heute. Falls du neu auf meinem Kanal bist, wirst du dich über die viele Eigenwerbung vielleicht wundern. Diese ist aber absolut notwendig, denn Kanäle wie meiner gelten als absolut nicht werbefreundlich. Daher bin ich darauf angewiesen, dass meine Fans mich finanziell unterstützen. Die Qualität meiner Videos ist im deutschsprachigen Raum in meinem Genre unerreicht gut und dies bedeutet auch sehr, sehr viel disziplinierte Arbeit. Damit auch du weiterhin diese Qualität bekommst, bitte ich auch dich, mich finanziell zu unterstützen. Du bekommst natürlich auch dafür einen deutlichen Mehrwert auf meiner Patreon-Page. Dort findest du unzählige weitere Videos über Themen, über die die Mainstream-Medien gar nicht oder kaum berichten. Du findest dort absolute Killer-Videos über Zeitreisen, verbotene Archäologie, unerklärliche Phänomene, Bewusstseinserweiterung der Interviewserie mit einem deutschen Man in Black und vielen, vielen mehr. Mein neuester Upload: das lang verschollen geglaubte Interview mit Nikola Tesla, in dem er unter anderem einiges über die wahre Beschaffenheit von freier Energie berichtet und weshalb sie und von wem unterdrückt wird. Ich habe das Interview aus dem Englischen übersetzt und du findest es exklusiv zum ersten Mal und einmalig im deutschen Sprachraum nur auf meiner Patreon-Page. Exklusiv und einmalig auch mein Upload der vergangenen Woche, Interview mit einem deutschen Man in Black Teil 4. Eslan spricht über geheime Raumfahrtprogramme, was sich wirklich am Mond befindet, diverse Alienrassen, die uns besuchen und woher diese kommen und vor allem weshalb sie uns besuchen und wie uns die Aliens mit Hilfe der Reinkarnation manipulieren und weshalb, welche spektakuläre Technologie sich an Bord der UFOs befindet und was sich wirklich unterhalb der großen Pyramide von Gizeh befindet. Überleg dir also, ein Mitglied zu werden, es ist nicht teuer und du wirst es nicht bereuen. Vergesse auch nicht, das Glockensymbol auf deinem Handy bei meinem Kanal zu aktivieren, teile dieses Video mit deinen Freunden auf WhatsApp und Facebook und gebe es in deine persönliche Playlist. Besuche meinen Kanal Vibes und in diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer mit den Worten: merkwürdig, aber so steht es geschrieben.